Wir fangen jetzt mal an mit zwei Spielen zur Kräftigung, weil in dem Alter ist es so, dass die Kinder noch ziemlich instabil sind, was die Muskulatur angeht. Und deshalb ist es sinnvoll, auch mit den Minis zunächst mal so Kräftigungsspiele zu machen. Ich werde jetzt zunächst mit euch zwei Kräftigungsspiele machen und werde dann auch analog zur E-Jugend, aber nur in zwei Gruppen dann arbeiten, weil es sind nicht so viele, weil ich auch zwei Kinder aufs Tor stelle. Und da machen wir im Grunde noch zwei Vierergruppen, dann können wir intensiv genug arbeiten. Auch wieder unterschiedlichste Materialien, unterschiedliche Bewegungen. Und dann zum Schluss mache ich mit den Kindern so 8 Minuten so ein Wahrnehmungsspiel noch. Ja? Okay, so, wer ist denn ganz flott von euch auf den Beinen? Dann nehme ich euch Beine. Ihr kommt zu mir. Und jetzt erzähle ich euch, was ihr machen solltet. Bitte das Hemd nicht anziehen. Nur festhalten. Nicht anziehen. So, es ist Folgendes passiert. Es ist Sturm überall gewesen in Deutschland. Sturm. Und jetzt gibt es ganz was Kurioses. Gibt es eigentlich, in Wirklichkeit gibt es das nicht, aber ihr seid alle grün, ihr seid grüne Bäume. Aber ihr seid Bäume, die unheimlich schnell noch im Wind wehen und so weiter, die laufen von hier. Und ihr müsst jetzt versuchen, aus diesen Bäumen Baumstämme zu machen, indem ihr dann die Bäume abwerft. Die Bäume, die abgeworfen sind, werden zu Baumstämmen und müssen sich auf den Bauch legen. Wenn alle Bäume gefällt sind, das heißt alle Baumstämme auf den Bauch liegen, dann müsst ihr versuchen, alle Baumstämme auf den Rücken zu drehen, ihr beiden. Wenn ihr mal guckt, ob ihr das schafft, habt ihr möglichst noch dafür. Ah ja, ein bisschen ist drin. Das schafft ihr. So, stopp. Wie? Kann man befreien? Befreien kann man nicht. Nein, wer abgeworfen ist, abgeworfen. So, stopp. Ihr seid nur so wenige. Ihr dürft nicht in den Raum, der hinter der gestrichelten Linie ist. Da dürft ihr nicht hin. Also das heißt, ihr dürft nur bis zur gestrichelten Linie und hier bis zur Mittellinie. Okay? So, und ihr müsst abwerfen. Okay, und los. Auf den Bauch legen, der abgeschlagen ist. Ja, und hier ist noch einer. Einen Baum haben wir noch. Einen Baum haben wir noch. Jawohl. So, jetzt Hemd an die Seite, alle Bäume umdrehen. Du darfst mir noch helfen. Umdrehen, Anne. Wer kriegt mal Hilfe? Eingesäule darf man mit Hilfe umdrehen, die Bäume. Ah, kommt. Helft. Jawohl. Ihr glaubt gar nicht, wie schwer sich Kinder machen können. Das ist erstaunlich. Da haben die ganz schön zu Robotten, da müsst ihr die Kinder umgedreht haben. Da ist noch eine kleine Weide da drüben. Ja, da geht mal alles. Strengt euch an. Ja. Jetzt habt ihr so gut. Und schlagen wir noch einen. Hier ist noch einer. Ja, komm, schafft ihr. Schafft ihr. Hopp. Komm, hopp. Jawohl. Und rum, hopp. Jetzt haben wir. Okay, so, folgender Ablauf. Die ersten beiden kommen mal jetzt zu mir. Und zwar, du fängst an, machst mit ihnen. Komm her, ihr beiden kommt zu mir. So. So, ich stelle euch jetzt so gegenüber. Ihr stellt euch bitte hier hinter die schwarze Linie. Und ihr stellt euch bitte hier hinter die schwarze Linie. Ne, so, hier. So. Okay. So. Kommt noch ein bisschen jetzt mehr rüber hier. Ja. So, folgende Aufgabe. Ihr kämpft jetzt gegeneinander, ihr beiden. Passt das voll größer? Ja. Und zwar, du legst deine Hände auf seine Schultern. Nicht das Trikot grapschen, nur auf die Schulter legen. So, jetzt versuchst du ihn nach deinem wegzuschieben, voll Power. Und du versuchst nach deinem wegzuschieben, voll Power. Und wenn Renate pfeift, läufst du das zum Trainer hin, kriegst den Ball zugespielt, wirft aufs Tor und du läufst auf den Trainer zu. Gehst du das mittlere Tor bitte? Ja. Und du läufst auf ihn zu, kriegst von ihm den Ball zugespielt, ne? Und dann wirst du da aufs Tor. Und dann kommt ihr aber außenrum zurück, weil in der Zeit schon die Nächsten gegeneinander spielen und kämpfen. Das heißt dann, ihr beiden seid die Nächsten dran, kämpft gegeneinander. Dann kämpft ihr beiden gegeneinander und ihr beiden. Und dann wird der Faser sofort vor ihm anstellen. Ja? Du
musst ihn da wegschieben und du musst ihn da wegschieben, ja? So, fertig? Stopp, noch nicht. Oh, los, kämpfen, 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 und die nächsten Beine. Und los, kämpfen, 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 kämpfen. Okay, Power, 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 Power. Ab, hopp. So, jetzt wird's schwieriger. Jetzt setzt euch hin, Rücken an Rücken, Rücken an Rücken. Rücken an Rücken. So, Hände vor Bauch und kräftig mit den Beinen wegschieben. Und los, schiebt euch weg, kräftig mit den Beinen arbeiten. Komm, Beine arbeiten, Beine arbeiten. Ja, 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 komm. Und die Beine arbeiten. Komm, komm, komm. Wenn ich pfeife, geht's hoch ab, ja? Komm, komm, schieb, 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 schieb. Du schaffst das, komm. Der schafft, komm, treten, hopp. Ja, kämpfen. Ab. Und die nächsten Beine. Rücken an Rücken. Und komm, 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 arbeiten, komm. Kräftig schieben. Hände vorm Bauch, Hände vorm Bauch. Nur die Beine arbeiten, nur die Beine, nur die Beine. Ja, gut so, prima. Ab. Die nächsten. Und los, kommt. Kräftig, kräftig, feste. Und voll Power, voll Power. Ab. Und hinstellen. Jetzt hakt ihr euch ein. Und du bleibst so stehen und du hakst da ein. Nee, so, warum? So, so, nee, so, so. Und ihr schiebt euch nur seitlich weg, nur seitlich schieben, ja? So, nur seitlich, komm, kräftig schieben. Kräftig, ja, komm, 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 komm. Komm, 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 kräftig, komm. Komm, komm, komm. Ab. Und die nächsten. Nee, andersrum drehen, der andere. So, okay. So, nee, Seite schiebt, stopp, nee, Seite schiebt. Okay, so ist gut. Komm, kräftig, kräftig, kräftig. Gut, so, prima. Ab. Umdrehen. Ja, so ist richtig, prima, aufgepasst. Und schieben, und schieben, und schieben, und schieben. Ja, super. Ab. Nicht ziehen, schieben. Ja, nicht ziehen, stopp, 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 stopp. So, pack mal so ein, dann kriegen wir hin. So, du musst da dahin schieben und du musst da dahin schieben. Und du auch da, ja. Nicht ziehen, du musst schieben. So, ja. Ja, so geht's richtig, so geht's richtig. Okay. So, ich habe jetzt eine schwierige Aufgabe. Und zwar, du machst mal vor, die Hände halten sich hier an den Bankkanten fest. Und du musst jetzt so springen, dass du kein Tier am Boden verletzt oder tot trittst. Ja? So, und zwar, nee, pass auf. Und zwar musst du springen, mit beiden Füßen springen. Abstützen, genau, jawohl, genau so, wunderbar. Noch kein Tier, der Marientier war fast. Und gucken, super. Wenn du am Bandende bist, dann kriegst du den Ball zugespielt und wirfst aufs Tor. Der nächste startet immer dann, wenn der vordere hier am Band ist. So, ihr macht jetzt Folgendes, ihr geht jetzt runter, die Hände sind auch am Boden, und zwar hinten, hinten, hier hinten rum, geht runter und wird gesetzt hier hin. So, und jetzt schiebt ihr euch im Slalom auf den Fliesen durch. Die Füße machen gar nichts, mit der Hände schieben die Füße. Kräftig schieben. Popo kommt nicht auf den Boden. Der nächste startet, wenn der vordere hier an der Nummer, welche Nummer haben wir hier, an der Nummer 1 ist. Dann startet der nächste. Ja? Ah, noch kein Tier verletzt? Oh, doch. Da ist die Schnute verletzt. Ja, gut. Wir springen, nicht laufen, springen. Hab immer abdrücken hin, ja? Jawohl, so ist richtig. Immer springen. Die Hände drücken sich ab. Ja, dann so sind die Beine sich am Landepunkt. Gut so, prima. Ihr macht jetzt wieder Folgendes. Wie heißt du mich Vornamen? Pascal macht mal vor. Und zwar, ihr versucht das jetzt in der Rückwärtsbewegung. Du drehst dich jetzt so rum, stützt dich hier an den Bandkanten auf und springst mit beiden Füßen und versucht bitte kein Tier zu verletzen und auf kein Tier zu treten. Nicht drängen, es kommen alle dran. Gucke. Oh, Marienkäfer. Oh Gott. Und wie die Bälle ab den Flügel verletzt. Immer da hinten gucken. Ja, das war gut. Klasse. So, der nächste kann immer starten, wenn der vordere an der Bandmitte ist. So, ihr macht das Ganze jetzt im Spinnengang. Nee, warte, stopp, wir machen den Bärengang jetzt. So, Hände nach vorne. So, und jetzt machen die Füße los und die Füße zieht ihr einfach mit Kraft der Hände hinter euch her. Und ziehen. Hopp, ja, gut. Ja, prima. Gut so.
Na, haben wir aber schon verletzte Tiere? Wir müssen alles, die dürfen alles vorwärts machen und wir müssen alles schon. Ja, die, das ist aber schwer, die dürfen mit den Füßen auch nichts machen. Oh, der Frosch. Ha. Ja, das war klasse. Super. Das ist ja toll. Einwandfrei. Super. Ganz toll. Klasse. Prima. Ja. Ja, aber wir müssen auf dem Boden landen, nicht auf der Bankseite landen. Zweimal? Ja, nochmal dreimal durch ruhig. Ah, guter Wurf, schade. Ja, aber gut, klasse. Jetzt gehst du mit den Füßen auf die Kante. Stell mal die Füße auf die Kante. Nee, nee. So, beide Füße auf die Kante. Beide Füße auf hier auf diese Kante. So. Und mit dem Hirn gehst du jetzt da unten zwischen die Tiere. So seitwärts, genau. Hände auf den Boden. So, und jetzt beide Hände auf den Boden. Und jetzt darf kein Tier mit den Händen verletzt werden. Ja? Schön ohne Kleintiere wandern. Ah, hinterher abgehen. Ja, gut so. Okay, prima. So, und ihr macht jetzt mal Folgendes. Ja. Ihr geht einfach nur in die Hocke. Nur in die Hocke, beide Hände auf die Erde. So, nur daneben, genau. So, und jetzt Schlittschuh fahren zwischen den Händen immer. Und mit hohem Tempo und schnell werden. Hopp, hopp. Ja, machen wir da. So abwechseln. Rechts, links, rechts, links, rechts, links. So, ja genau. Mit beiden Händen am Boden bleiben. Mit beiden Händen am Boden bleiben. Und die Füße bleiben auf der Teppichfliese. Okay. Ab der 1 war der nächste, der starten. Ja, langsam. Der arme Frosch. Der arme Frosch. Der wurde gerade. So, stopp mal gerade. Stell mal die Bank hier hoch. So. Okay. Das ist schon ganz schön schwierig da oben. Oh, der Frosch ist verletzt. Das ist anstrengend. Der Igel sticht gleich. Ja, ist nicht schlimm. Ja, konzentriert euch, das klappt schon. Prima machst du das. Okay. Ja. Klasse. Ja. Das ist schon anstrengend. Wir müssen den Trainer auch gleich probieren. Wichtig ist ja für Handballer, dass wir Arme und Beine gleichzeitig auch bewegen können immer. Und jetzt machst du vor, du kommst nach vorne, ja, du bist ja der Erste in der Gruppe und du bist der Letzte in der Gruppe. So, du gehst dann weiter ein bisschen. So, deine Aufgabe ist jetzt folgendes. Die Füße stehen jetzt hier in der Gasse. Du springst, dass die Füße auch kommen und dann neben den Bändern außen lang. Mach mal. Nee? Jawohl, genau. Hopp, du bist wieder rein. So, stopp. Oh, stopp, stopp, stopp. Stopp. Was ist denn, komm mal zurück. So. Und dabei kreist du jetzt mit deinen beiden Armen rückwärts. So? Rückwärts, ja. So. So, genau. Vorwärts springen, rückwärts kreisen. Hopp, hopp. Stopp. Stopp, stopp, stopp. Nicht so, komm her. Das machst du hier bis zu diesem Kegel. Ja? Und wenn du hier bei diesem Kegel bist, dann machst du das Ganze in der Rückwärtsbewegung. Okay. Dann springst du nochmal auseinander und die Arme kreisen jetzt nach vorne. Nach vorne kreisen jetzt. Stopp, nach vorne jetzt. Nach vorne. Jetzt nach vorne. Nach vorne. So. Und rückwärts springen. Macht gar nichts. Ist nicht schlimm. Jeder kommt bitte so gut, wie er es kann. Ja? So, stopp. Also wenn man mit wird immer gedreht. Der Ball ist so schüchtern. Schicht jetzt. Stopp. Du bist überhaupt nicht da, du warst letzter. Das hatten wir also vereinbart und du stellst dich wieder hinten an. So, und dann, wenn ihr durch seid, kriegt ihr vorne vom Trainer den Ball wieder und dann werft ihr aufs Tor. So, ihr macht etwas anderes. Balancieren. Nein. Und zwar, ihr springt jetzt dreimal auf eurem linken Bein darüber. Fünfmal auf dem linken Bein, dreimal darüber. Da drüber, über die Linie. Eins, zwei, drei. Jetzt dreimal mit dem rechten Bein. Eins, zwei, drei, so, und dabei kreist ihr wie eine Windmühle über die Arme. Nee, so, so.
Ein Arm hoch, ein Arm unten. Probiert, wie gut ihr es könnt. So, jeder macht das so gut, wie er es kann. Ihr seht, welche Probleme wir haben mit einfachen Bewegungsaufgaben. Und das ist genau das Phänomen, wir können uns nicht auf den Schulsport berufen. Der Schulsport in der Grundschule ist aufgrund des fachfremden Unterrichts kein Vorbereiter für die motorische Ausbildung unserer Kinder. Es gibt da Ausnahmen. Deshalb müssen wir erstmal als Trainer all diese Defizite abfangen, bevor wir in das komplexe Spiel des Handballspiels einsteigen können. Ihr seht, es sind einfache Strukturen, welche Probleme Kinder damit haben. Das sind eigentlich relativ einfache Strukturen. Aber wenn wir nicht anfangen, in dem Alter mit zu arbeiten, wenn wir in der DNA-Jugend sind, kriegen wir das nicht mehr hin. Jedenfalls nicht in dem Zeitraum, weil in dem günstigen motorischen Lernalter zwischen 6 und 12 Jahren lernen die Kinder, was Bewegungsvielfalt angeht, am allerbesten. Ja, die Arme nicht vergessen, die Beine sind prima. Die Beine sind super. Ja, ihr seht, was passiert, bei der Rückwärtsbewegung geht sofort in die Rückwärtsbewegung der Arme bei den Kindern, in der Vorwärtsbewegung geht sofort in die Vorwärtsbewegung der Arme über. Das heißt, die Gegenbewegung von oben und unteren Extremitäten, das müssen Sie jetzt erst verlieren. Das beherrschen Sie einfach nicht. Ne? Du machst jetzt vor. Und zwar hüpfst du durch den ersten Reifen wie ein Frosch. Der Durchhüpfen, machen wir gerade einmal vor. Durchhüpfen wie ein Frosch. Hopp, genau, stopp. So, durch den nächsten Reifen durchkriechen eine ganze Acht. Eine durchkriechen wie eine Acht. Rein, hopp, genau, nach, hopp, jetzt wieder rein, hopp, jetzt wieder raus. So, stopp, jetzt setzt du dich hin, stopp, hinsetzen. So, der Trainer tippt den Ball auf und du musst sofort rauskommen, er darf kein zweites über den Boden kommen, dann wirst du aufs Tor. Okay, und hoch, hopp, hast du es, und werfen, genau, ja, drüben das Gleiche, machen wir jeder mal drei Durchgänge und dann werden wir ein bisschen spielen, okay, alles klar. Und hopp, durchhüpfen, durchhüpfen, durch die ersten, durchspringen, so wie er es auch gemacht hat. Jetzt wieder acht durchlaufen, eine acht. Na, acht, hopp, wieder rein, wieder raus, den Bogen hinten rum und raus. So, der nächste kann starten, wenn der Vordermann das erste Mal da durch ist. Stopp, Hände auf den Boden, stopp, zurück, nochmal ganz zurück, nochmal ganz zurück. Mit Händen und Füßen durchspringen, hier wie ein Frosch. Jawohl. So, jetzt wie die 8, genau. So ist richtig. Prima. Jawohl, Hände auf die Erde. Und der nächste kann schon. Hopp. Du prägst jetzt hier wild durch die Gegend, in dem Bereich, wo die Reifen alle liegen. Stell dich bitte hin. Geld aufnehmen, stellen. Alle Kinder stehen. Im Sitzen geht das Spiel nicht. So, wenn ich am Blau rufe, stell dich bitte hin. Hinstellen. So, dann musst du den im blauen Reifen anspielen. Ruf ich schwarz, musst du den schwarzen Reifen anspielen. So, wer jetzt angespielt worden ist, wenn er dich jetzt anspielt, in den blauen Reifen, musst du danach in den anderen blauen Reifen wechseln. So, Aufgabe alle verstanden? Dann mal los, und dann los. Gut. Wo muss Gold hinlaufen? Rot! Rot! Schwarz! Und der nächste. Und los! Schwarz! Und der nächste schon. Okay. Orientierungsfähigkeit, ganz entscheidend. Da! Blau! Rot! Schwarz! Und der nächste. Und der nächste, hopp. So, stopp, jetzt machen wir das etwas schwieriger, etwas
lang springen da. Du darfst vormachen. Ihr bleibt bei der Reifen, ihr bleibt bei der Reifen. So, jetzt geht's nicht vor. Hört genau zu. So, wenn ich, du drehst jetzt los. Wenn ich jetzt sage gelb, dann heißt das nicht, dass du gelb anspielst, sondern dass du um den gelben Reifen rumprellst. Wenn ich dann sage blau, musst du auch einen blauen Reifen rumprellen. Wenn ich aber sage schwarz, dann musst du schwarz anspielen. Aber immer die Pfeife, die Farbe anspielen, ansonsten die Farbe aufrufe, nur um die Farbe rumtrellen. Ja? Okay? Geh ein Stück von der Seite mit dem schwarzen bisschen darüber. So, wir zeigen es einmal. Ein Stückchen zurück, bitte. Und du kommst rüber vor. So, okay? Und los. Gelb! Und Tempo, und Tempo, und Tempo, und Tempo, und Tempo. Und blau! Und wechseln. Und grün! Hinstellen, bitte. Und werfen. Und der nächste. Und los. Grün. Und Tempo, und Tempo, und Tempo, und Tempo. Ja, macht gar nichts. Hast du ja auch vorhin schon mitgemacht. Jetzt bist du ein bisschen müde. Gelb. Blau. Okay, ihr seht, wie schnell es ist von der Orientierungsfähigkeit her. Ihr seht auch im Grunde, dass sie noch sehr, sehr mit dem Pro, mit der visuellen Kontrolle des Spielgeräts beschäftigt sind, dass ihnen schwerfällt, mit Blicksprüngen im Raum zu arbeiten. Ja? Das ist auch das Problem eben bei Spielanfängern, dass sie häufig dann den falschen Anspielen auf Zuruf anspielen, weil sie einfach die Orientierung mit Blicksprüngen im Raum und tiefen und breiten Raum noch nicht haben. Was mir wichtig ist, dass man die Philosophie rüberbringt, dass die Kinder in dem Alter sehr viel im kollektiven Bereich arbeiten müssen, damit man überhaupt qualitativen Handballspielen Aussicht stellen kann. Ja, weil die Frühspezialisierung bringt die Kinder, sagen wir mal, auf kein hohes Niveau, weil sie einfach von den motorischen Grundfertigkeiten her gar nicht variabel ausgebildet werden können. Und von daher steht einfach die Bewegungsvielfalt bei den Minis, bei der E- und D-Jugend absolut im Mittelpunkt, Entwicklungsorientiertheit vor Ergebnisorientiertheit. Und wenn ich das einhalte, werde ich bei der C-Jugend automatisch ergebnisorientiert arbeiten können, kein Problem. Keine Fragen, dann übergebe ich Herrn Uecker. Seid bedankt für Sitzfleisch heute Morgen.